Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus, mitten aus Ruhrpott. Und heute möchte ich mal ein kleines Review machen über dieses süße Set. Und zwar ist es von der Marke Decool Mini Racing Peacemaker, die 22036. Hier steht Minicar mit 94 Teilen Plus und Pullback drauf. Hinten sieht man dann auch noch mal ein bisschen was von dem Auto. So auch. Für mich ist das halt ein Tuk-Tuk mit ja, Ladenlokal, sag ich mal. Beziehungsweise es ist ein Tuk-Tuk mit Pizzaofen. Mit dabei ist eine klammergebundene Anleitung und der große Vorteil bei dieser Anleitung ist, ich meine, sie hat 14 Seiten und 24 Bauschritte, aber sie ist relativ groß dargestellt. Das heißt, ich habe auch schon mal Schwierigkeiten mit zu kleinen Anleitungen. Diese Anleitung kann ich hervorragend lesen. Alles, was gebaut worden ist, ist in Vollfarbe erhalten und das, was zu bauen ist, ist rot umrandet oder mit Pfeilen gesetzt. Hinten sind noch ein paar andere Autos drauf oder Modelle drauf, die sie anbieten. Und der große Pluspunkt bei diesem Tuk-Tuk ist, es gibt keine Aufkleber. Alles, was ihr seht, sind Prints. Und ich sage mal, bei so einem kleinen Set mit der Pullback-Funktion und dann Prints, finde ich gut. Und zwar machen wir einmal mal die Schokoseite. Ja, dort sehen wir oben Bucket Pizza Super Delikatesse 2 Prints. Unten der 1x4er-Stein, auch ein schöner Print. Dann kann man reingucken. Man sieht ein Lenkrad, so vom Tuk-Tuk halt, ne, so ein Fahrradlenkrad. So, von vorne sieht man das eine Rad. Dann drehen wir das Ganze um, da sehen wir wieder einen Print. Ansonsten ist da nicht viel. Wofür dieser Nipsel da gut ist, weiß ich nicht. So sieht das Ganze von hinten aus. Leider kein Nummernschild. Oh, etwas wird beleuchtet. So sieht man besser. Ja. Und von unten ist es halt so. Das ist halt eine kleine Grundplatte mit einem Pullback-Motor drin. Und der rollt auch. Upsa. Ich hatte ja die Tage schon mal ein Tuk-Tuk gebaut, und zwar das hier. Und habe dann festgestellt, also der ist doch um einige schneller. Wahrscheinlich, weil er weniger Teile hat. Ja, man sieht's. Aber beide Modelle sind toll. Der ist ja auch relativ stabil. Also Spielzeit durchaus gegeben. Viele kleine Details, das heißt, das ist im Außenspiegel angedeutet und von innen sind dann noch mal so, also sieht man, dass sie halt so angedeutet sind. Ich finde es gut. Das Dach ist stabil, man kann es auch komplett abnehmen, um da halt eine Minifigur reinzusetzen. Einen richtigen Stuhl haben wir daran nicht, wir haben nur so eine Kante, ne? So. Jo. Und hinten rein könnte man dann auch eine Figur setzen. Der Tresen ist halt so ein bisschen angedeutet. Ist schon nicht ganz nett gemacht. Und vor allem, wo ich total begeistert war, dass es halt Prints sind. Decool war eigentlich für mich früher erstmal so ein Begriff für die Firma, die halt die günstige Variante von dänischen Objekten rausbrachte. Aber das hier ist ja, ein Tuk-Tuk, was ich glaube ich noch nicht so irgendwie vom anderen Hersteller gesehen habe. Gibt ja eine ganze Serie drüber und ja, wenn du jetzt mal guckst, das sind 1, 2, 3, 4 Prints bei knapp unter 100 Teilen. Wir kommen dann länger auf 9 cm, eine Breite mit Tresen so auf 5 und von der Höhe her sind wir so bei 7 cm. Wenn man dann halt irgendwie alle vier hätte, es gibt vier oder fünf, macht das bestimmt auch einen ganz guten Eindruck im Regal.
Auch hier sind übrigens Brems. Ja, und mal für zwischendurch oder so als Mitbringsel ist das, glaube ich, ein richtig schönes Set. Gut, das war mein kleines Review über das Tuk-Tuk von Dekool. Schreibt mir gerne mal in den Kommentaren, ob ihr auch schon mal ein paar Sets davon hattet, wie ihr sie findet. Die Nummer war die 22036. Ansonsten bestelle ich einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus und wünsche euch Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.